Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Heute wird es schon ein bisschen österlich, denn mir sind die ersten Osterhasen zwischen die Finger gekommen und die Blumen sprießen langsam draußen. Es wird doch ein bisschen Frühling, die Sonne lockt uns nach draußen und da habe ich gedacht, wir bringen einfach ein bisschen vor Ostern an den Basteltisch und was es genau wird, das zeige ich dir nun. Tada! Wir werden gemeinsam diese ganz entzückende Osterhasenbox basteln, denn sie birgt ein ganz tolles Geheimnis. Du kannst den Deckel hier so aufschieben und dann bleiben die Hasenöhrchen mit dem schönen Frohe Ostern-Spruch einfach so stehen. Das habe ich übrigens aus dem Designerpapier Land und Liebe aus dem Mini-Katalog gemacht. Das zeige ich dir gleich nochmal mit den passenden Stanzformen und die Öhrchen. Das erkläre ich dir ein bisschen später im Video, wie ich das gemacht habe. Und der Inhalt, der ist ganz zauberhaft, denn ich habe für dich ein Hasenplätzchen-Rezept gestaltet, das wir hier aufkleben werden. Und dann habe ich nämlich diese ganz zauberhafte Hasenausstecherform gefunden und ich habe gedacht, das ist ein ganz tolles Geschenk, wenn man das so miteinander verschenkt. Diese ganz bezaubernde Hasenbox mit den Ostergrüßen, die Ausstecherform, ja im Endeffekt auch eine gewisse Art von Stanzen, nicht wahr? Und das passende Plätzchenrezept, das kann man doch wunderbar jetzt schon verschenken, dass der Beschenkte noch zu Ostern kleine Osterhasenplätzchen backen kann. Und das möchte ich heute alles mit dir basteln. Alle Maße und die Materialien findest du wie immer auf meinem Blog zauberhaft-stempeln.de. Und jetzt möchte ich dir noch die Produkte ein bisschen genauer vorstellen, dass du weißt, mit was wir hier heute arbeiten werden. Im Mini-Katalog Januar bis Juni bekommst du vorgestellt diese tolle Produktreihe Land und Liebe. Auf der Seite 58 geht's los und das ist wieder eine gesamte Kollektion. Wir arbeiten heute mit den Stanzformen aus dem Produktpaket Landsegen. Auf der Seite 60 siehst du auch nochmal, die Stanzformen heißen Landblüten, die kannst du separat kaufen oder im Produktpaket sparen im Paket 10% günstiger mit diesem zauberhaften Stempelset. Und du weißt ja, immer wenn die Motive ein bisschen farbig hinterlegt sind, dann wird unten angegeben, zu welchen Stanzformen bzw. Handstanzen das passt. Und die Stanzformen hier, die decken diese Blüten ab. Wir kümmern uns heute mehr um diese filigranen, ganz, ganz zauberhaften Ornamente, Blütenblättchen. Und wir arbeiten mit diesem ganz tollen Designerpapier Land und Liebe 12x12 Inch. Du kennst es schon aus früheren Videos. Ich habe meinen Jahreskalender mit diesem Set gestaltet und es ist immer noch von diesem zauberhaften Papier übrig und deswegen wollen wir heute das benutzen. Hier habe ich das Designerpapier, das siehst du hier außen, in Fräschenlila, der In-Color, verwendet. Und heute werden wir das Ganze in den Gelb-Grün-Tönen halten. Ja, und du fragst dich sicherlich, wo bekomme ich denn nun diese Hasenohren her und das Rezept? Ja, genau. Auch das findest du bei Zauberhaft Stempeln zu diesem Blogbeitrag. Denn ich habe für dich hier wieder etwas ausgetüftelt. Es gibt für mich eine Anleitung. Osterhasenplätzchen, Rezept und die Vorlage. Hier einfach das Ausschneiden jeweils. Und dann später auf den Aufleger kleben, das zeige ich dir im Video. Und hier siehst du die Form für die Hasen, für den Hasenkopf und das Innenteil der Öhrchen. Und das zeige ich dir auch, wie das funktioniert im Video. Also wieder ein ganz tolles PDF von mir für dich. Wichtig, bitte in dem Prozentsatz beim Ausdrucken einfach Originalgröße 100% ausdrucken, dass es mit den Ohren auch passt. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen gleich los und schneiden uns schon mal die entsprechenden Teile zu für unsere Box. Ich lege den kleinen Hasen ein bisschen auf die Seite. Und wie gesagt, möchte ich nun heute ein florales Designerpapier verwenden, nämlich dieses hier.
Das ist auch aus der Serie Land und Liebe und das hat die Farbtöne Papaya, Gartengrün und auch wieder das Frieschenlila. Also zwei in Color mit dem schönen Grün kombiniert. Einfach wunderbar. Dann starten wir auch mit den Zuschnitten gleich. Wir schneiden uns wieder alles vor, dass wir es nachher super schön zusammensetzen können. Einen Streifen Designerpapier in 11,5 cm brauchen wir. Und das gibt jetzt sämtliche Aufleger. Ich schneide erst die Aufleger für die äußere Schachtel zu. Und achtet ein bisschen auf den Verlauf des Musters. Ich schneide mir nun als erstes den hinteren Aufleger zu, dann den oberen und dann den vorderen. Also dazu brauchen wir einmal in der Breite 2,5 cm. Und wenn das eine Reihenfolge hat, dann lege ich mir das immer auf den Kopf und das andere oben drauf. Dann komme ich da nicht durcheinander. Der nächste Aufleger hat 7 cm. Und dann gibt es nochmal einen in 2,5 cm. Also das ist für außen für unsere Verpackung. Die lege ich mir nun an die Seite. Und dann machen wir mit dem Innenteil der Verpackung weiter. Ich nehme das nochmal heraus. Hier habe ich den Boden schön ausgeschlagen und jeweils die Seiten. Und so gibt das eine wirklich sehr edle Verpackung und sieht super schön aus. Wer natürlich schon Plätzchen gebacken hat, kann auch gebackene Plätzchen natürlich oder kleine Goodies in dieser Verpackung verschenken. Wir schneiden uns einmal den Boden zu in weiterhin 11,5 mal 7 cm. Das ist natürlich das gleiche Maß. Das brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir zweimal 2,5 cm auf die gesamte Länge von 11,5. Das gibt links und rechts die lange Seite. Und dann kürzen wir uns den Streifen noch auf 7 cm. Das gibt unsere kurze Seite, die Verkleidung für die kurze Seite. Und die hat 7 cm mal 2,5 cm. Und auch wieder zwei Stücke da dazu. Auch das lege ich mir nun auf die Seite, sowie den Rest des Designerpapiers. Dann schneiden wir uns den Boden der Schachtel zu. Dazu nehme ich mir ein Grundweiß und das bekommt die Maße 13,5 cm mal 18 cm. Also 13,5 mal 18 cm in Grundweiß. Und das werde ich mir nun rundherum überall einmal alle 4 Seiten bei 3 cm, das lege ich mir hier auf dieser Seite an, also einmal rundherum bei 3 cm falzen. Das gibt eine ganz klassische rechteckige Box, ihr kennt das schon. Dann legen wir uns das auch auf die Seite und dann machen wir nun die Außenverpackung, das hier außenrum, das ist quasi eine Art Banderole. Und dass das schön stabil die Box zusammenhält, habe ich das in Grundweiß extra stark gemacht. Dazu brauchen wir einen Streifen, der die Maße hat 12 cm mal 22,4 cm. Zwölf mal 22,4 cm. Und
Und den werden wir uns nun auch falzen. Wir falzen nur die lange Seite. Und zwar falzen wir bei einem Zentimeter, das lege ich mir auf dieser Seite an. Dann drehe ich das Ganze um 180 Grad und falze bei 4,1, bei 11,7 bei 14,8 und dann ist die lange Seite quasi die 22,4 cm. Das seht ihr hier. Also 1 cm, 4,1, 11,7 und 14,8. Und das war's soweit mit dem Papierschneider. Den dürfen wir auf die Seite legen. Wir präparieren uns gleich schon unsere Banderole. Dazu nehmen wir das doppelseitige Klebeband, das Abreißklebeband und bringen an unsere Klebelasche, diese 1 cm Lasche, hier das Klebeband auf. Und reißen das uns einmal ab. Dann knicke ich mir vorsichtig alle Falzlinien nach. Schön darauf achten, dass das gerade ist. So, und dann können wir das schon bekleben mit unseren drei Teilen, die wir vorher auf die Seite gelegt haben. Und zwar einmal herumdrehen und dann könnt ihr sehen, so ist das die Reihenfolge. Und den letzten Streifen, den behalten wir uns auf der Seite und wir kleben nur den großen Streifen fest. Und dann den vorderen. Der Boden unten wird nicht beklebt. Einmal von links gesehen quasi neben der Klebelasche in das große Feld, das Designerpapier aufkleben. Und dann noch hier, seht ihr, dann geht das schön weiter, einfach da vorne die nächste kleine Den hinteren Teil mit dem zweiten kleinen Streifen werden wir uns später bekleben, denn zuerst möchte ich mit euch dann noch die Hasenohren hinten ansetzen und dann verdeckt der Klebestreifen das. Also hier habe ich den Hasen oben aufgesetzt, aber bei der anderen Box möchte ich dir zeigen, dass du das auch drunter setzen kannst und dann sieht das ein bisschen anders aus, dass du zwei Möglichkeiten hast, wie du die Hasenohren anklebst. Das legen wir nun zum Trocknen auf die Seite und dann kümmern wir uns gleich um den Boden unserer Box. Dazu nehmen wir die Schere und schneiden uns hier in unseren Klebelaschen, den quadratischen, jeweils ein Stückchen heraus, eine kleine Schrägung und dann gerade in der Falzlinie hier, wie gesagt, gar kein neues Thema. Ihr kennt das. Einmal weiter drehen um 90 Grad und so macht ihr alle vier Seiten die Klebelaschen in der gleichen Weise. So, wir nehmen uns das Falzbein und ziehen schön alle Linien nach. Vorsichtig, dass die Flügelchen der Klebelaschen nicht falsch knicken oder einreißen. Und dann nehmen wir unsere Zuschnitte, die wir für den Boden gemacht haben, und bringen als erstes das Innenteil für den Boden auf. Das geht jetzt am einfachsten, wenn wir quasi die Box noch nicht geschlossen haben. Einfach schön in den mittleren Bereich mittig einkleben und dann schließen wir auch schon die Box. Wer mag, kann sich hier doppelseitiges Klebeband
oder wie ich den Flüssigkleber anbringe. Ich gebe mir wie immer erst auf alle Flügelchen den Kleber auf, dass er schon ein bisschen anzieht. Und dann kann ich nun schön Ecke auf Ecke hier die Box zusammenfalten. So, passt besser. Und dann nehmen wir uns einfach das Falzbein und ziehen schön die festgeklebten Flügelchen fest. Nach. Einfach schön nachziehen. Und nun kommen wir zu unseren Streifen und die kleben wir uns nun innen ein, dass wir die Box quasi auskleiden. Einfach den Flüssigkleber angeben und nun das Streifelchen einschieben. Auch hier wieder auf den Abstand achten, oben und unten. Und danach streichen. So mit allen vieren Verfahren. Und immer auch wichtig auf das Muster achten, dass ihr das in der richtigen Reihenfolge oder besser gesagt, so wie es verläuft. Also ich lasse jetzt die Blumen nach oben wachsen, dass das schön aussieht. Und ihr könnt es natürlich mit jedem Papier machen, wie es euch gefällt. Was für euch Ostern ist. Für mich sind das frische Farben der Frühling. Frisch und bunt, der neues Leben schenkt und bringt. So, auch das letzte ist in der Box. Und dann haben wir die schon fast fertig. Vorhin habe ich noch vergessen, einen Aufleger aus dem Papier auszuschneiden, wo wir nämlich für unser Rezept brauchen. Und deshalb nehmen wir nochmal den Papierschneider zur Hand. Und ich nehme mir ein Stück Gartengrün. Und das schneide ich mir auf die Maße 11,5 x 7 cm. Da können wir uns dann gleich wunderbar das Rezept aufkleben. Einmal nochmal, ihr wisst, ich mag das nicht so, wenn die Schneidekante hochsteht, deswegen einmal nochmal nachziehen. Und dann nehmen wir unseren Ausdruck zur Hand und schneiden uns das Rezept aus. Ihr könnt das mit der Schere machen oder auch mit dem Papierschneider. Und dann dürft ihr auch gleich schon die Hasenohren ausschneiden. Das Hasenplätzchenrezept ist fertig und das können wir jetzt schon in unsere Box hineinlegen und passt ganz wunderbar. Als nächstes nehmen wir nun die Hasenohren zur Hand und dann nehmen wir einen Farbkarton in Grundweiß extra stark. Da habt ihr ja noch ein Stück von eurem Abschnitt und dann legen wir uns die Hasenohren auf. Und zeichnen sie mit einem Bleistift nach. Die Linien radieren wir nachher wieder von dem Grundweiß runter. Aber trotzdem vielleicht ganz sachte nur die Linien, so dass ihr es gut sehen könnt beim Ausschneiden. Und dann machen wir uns noch die Hasenöhrchen. Diese mache ich mir in Papaya.
und zeichne mir die auch gleich auf. Irgendwie ist mir ein Hasenohr abhanden gekommen, aber die beiden sind gleich. Also ihr habt beide, ihr schneidet beide aus, jeweils einmal. Und ich lege mir das jetzt einmal so rum auf. Und einmal in die entgegengesetzte Richtung und dann geht es auch. Dann nehmen wir uns die Schere und schneiden alles aus. Hier ein Tipp, nicht so oft die Schere so schneiden und so, sondern versuchen einfach im Fluss immer nur an dem hinteren Teil der Schere zu schneiden, neu ansetzen und versuchen in einem Schwung das Ganze auszuschneiden. Dann habt ihr nicht so viele Ansatzstücke, gerade die von euch, die vielleicht mit dem Schere schneiden nicht so geübt sind. Dann haben wir schon die Hasenöhrchen und nur noch der Hasenkopf an sich. Und ich schneide mir große Stücke dann auch immer gleich heraus und ab. So könnt ihr ganz wunderbar, es ist eine einfache Form, den Hase ausschneiden. Wer jetzt keine Lust hat, das auszuschneiden, kann sich einen Hasenkopf zum Beispiel auch aus einem Kreis machen, den wir in den Stanzformen haben. Und die Ohren gehen zum Beispiel, dann sind sie halt etwas runder und nicht so spitz. Die könnt ihr zum Beispiel aus der Stanze mit den großen Gänseblümchen ausstanzen. Wir nehmen nun ein Radiergummi und werden vorsichtig, dass die Teile nicht verknicken, die Bleistiftrückstände wegradieren. Die restlichen Rückstände einfach auf die Seite und dann kleben wir uns die Öhrchen nun fest. Hier drauf, dass der Hase seine Ohren kriegt und gut hören kann. Einfach ein bisschen Flüssigkleber und das Ganze dann mittig hier aufsetzen. Dann nehmen wir unsere Schachtel zur Hand, unsere Grundbox und unser Außenteil und dann setzen wir das Ganze nun zusammen. Dafür einmal das Plätzchen Rezept rausnehmen und die Bodenschachtel einfach auf den großen Teil auflegen, die Klebelasche einschlagen. Mit dem Aufhebhelfer ziehen wir uns von der Klebelasche die Schutzfolie ab und dann kleben wir das vorsichtig zusammen. Bitte darauf achten, dass ihr es nicht zu fest zusammendrückt, denn die Lade sollte sich leicht schließen und nicht zu eng sein. Das gern vorher mal ausprobieren, bevor ihr das zusammensetzt. Das kann man nun gut schieben und dann würde ich sagen, können wir uns das auch innen dann so festdrücken. Wir geben die Lade wieder rein mit dem Rezept und dann kommt da noch euer Ausstecherförmchen hinein. Und dann kleben wir uns nun das Häschen auf. Dazu geben wir einfach hier mittig ein bisschen vom Flüssigkleber hin
und kleben uns den Hase. Ich orientiere mich wieder hier grob an der Linie. Das hat ja 12 cm, also 6 auf jede Seite. Und dann einfach grob mittig das Häschen festkleben. Und dann nehmen wir auch schon unseren letzten Streifen Designerpapier und kleben den über den Hase noch einmal fest. Und jetzt sieht es aus, als würde der Hase quasi da hinten rausschauen. Schaut mal, wie süß, auch in dem Blümchenmuster, ganz, ganz lieb. Und dann haben wir unsere Box quasi schon fertig. Juhu! Jetzt geht es noch ans Dekorieren. Und dazu werde ich mir nun ein paar Dinge ausstanzen. Mit den Stanzformen Landblüten werde ich mir nun eine kleine Blumenranke ausstanzen. Dazu habe ich mich für die lange entschieden. Und jetzt schauen wir mal, welches Papier denn schön wäre, ob wir das auch in dem Papaya machen oder im Gartengrün. Wir können auch das Etikett im Gartengrün machen und die Blütchen in dem Papaya. Das sieht dann vielleicht ganz süß aus. Also, dann nehme ich mir einen Reststreifen Papaya. Und die Mini-Stanz- und Prägemaschine, du weißt, sie gibt sie im März 20% günstiger für dich. Also gleich zuschlagen, und ich freue mich natürlich, wenn du die bei mir bestellst, denn ja, dann kann ich auch weiterhin ganz viele Videos mit so tollen Gratis-Anleitungen für euch machen, was mich natürlich mega freuen würde. Und vor allem, ich habe ja meine Geburtstagsaktion, und dann bekommst du diesen Monat für deine Bestellung ab 60 Euro ein kleines Geschenk von mir und ein Los für eine Verlosung unter all meinen Kundinnen und Kunden am Ende des Monats bzw. Anfang April. Und ich finde es natürlich toll, wenn ich euch auch etwas zurückgeben darf. So, schaut mal, wie schön das geworden ist. Und das heben wir uns nun vorsichtig runter, dass die Zweigchen, weil die so filigran sind, nicht brechen. Und wer mag, kann sich die Innenteile, die nicht ausgestanzt sind, drinnen lassen. Ich pick's mir die jetzt kurz noch hier raus. Das Konfetti auf die Seite. Und dann haben wir das wunderschön so. Von dem Gartengrün stanze ich mir nun ein Etikett aus. Dazu nehme ich die Stanze Ovales Duo und gebe mir einmal ein Etikett mit den Wellen. Das finde ich passt perfekt zu Ostern auch, dieses schöne Wellenmotiv. Und eines mache ich mir dann noch in Grundweiß. Und in dem Fall stanze ich es zuerst aus und stempel mir dann meinen Spruch. Und da sind wir schon beim Thema Sprüche, feierliche Anlässe, ein Mega-Set, auch im aktuellen Mini-Katalog. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen, denn es gibt für jeden Anlass einfach einen tollen Spruch, und ich nehme frohe Ostern. Auf den Stempelblock aufbringen, und das Ganze stempele ich mir nun, dass wir einen kleinen Kontrast haben, in Memento Schwarz. Schön schauen, dass der Stempel satt mit Farbe voll ist, und dann einmal abstempeln. Sehr schöner Stempelabdruck, ein wirklich ganz tolles Set. Also, das hat wirklich Stampin' Up! Richtig toll gemacht. Das passt so perfekt. Das kleben wir uns nun mit dem Flüssigkleber auf. Und dann nehmen wir Dimensionals und bringen uns das Etikett dann auf dem
auf der Hasenverpackung auf. Das gebe ich mir so ein bisschen oberhalb, da passt das auch toll mit den Blütchen. Schaut mal, wirklich ganz toll. Auch diese Farbkombi, also ein super Hingucker. Dann brauchen wir jetzt Glue Dots. Das sind die Klebepunkte auf der Rolle. Und dann drehe ich mir das Zweigchen hier um und nehme mir die Glue Dots in die Hand und rolle sie ein bisschen. Das ist so eine kleine Wurst gibt, eine Klebewurst, und klebe mir das hier auf. Denn ich finde es schön, wenn das jetzt so ein bisschen erhöht ist, möchte aber nicht nochmal ein Dimensional nehmen, weil das ist mir dann zu hoch. Und dann kleben wir uns das auf das Etikett auf, dass so ein bisschen die Blütchen da an das Ostern gehen. Und dann können wir das ganz wunderschön so ankleben. Jetzt habe ich gedacht, ein bisschen Glitzer kann nicht schaden an Ostern und habe mir einfach ganz vorsichtig diesen Farbkarton in Papaya mit dem Wink of Stella ganz vorsichtig ein bisschen koloriert, dass ein Hauch von Glitzer ist. Wirklich nur ein bisschen, das braucht gar nicht viel, und wer mag, kann sich auch die Öhrchen ganz vorsichtig glitzern lassen. Schaut, dass es nicht so nass ist. Und dann gibt es einfach nur einen kleinen Schimmer, einen Hauch. Wink of Stella. Aus der Nähe kann man es gut sehen, aber wahrscheinlich ihr über die Kamera nicht so ganz perfekt. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt brauchen wir noch ein Schleifchen. Und für das Schleifchen nehme ich mir das wunderschöne, locker gewebte Geschenkband in Papaya. Und da werden wir uns nun ein Schleifchen binden. Ich gebe mein Bestes. Und versuche hier, das einmal schön so, gar nicht so groß. So, und das ist doch mal ganz gut geworden. Und dann schneide ich mir das jetzt erst nach dem Binden ab. Und hier die Schleifenöhrchen. Und dann nehme ich mir natürlich einen Glue Dot, den sieht man dann nachher nicht, und klebe mir das Schleifchen. Hier hinten gebe ich mir auf die Schleifenmitte, auf den Knoten, einfach den Glue Dot und klebe mir das Schleifchen hier an das Öhrchen. Einfach so. Und dann ist es total lieb. Also ganz, ganz entzückend. Ich finde es mega. Ihr Lieben, ich liebe es, mein Häschen. Oh. Und ich hatte sofort im Kopf die Idee, wie die Box aussehen soll. Und ja, das mit den Öhrchen hat erst nicht so gut geklappt. Aber dann, und ja, jetzt finde ich es super, super schön. Und ich mag das so sehr, wenn dann die Idee, die in meinem Kopf ist, einfach dann auch aufs Papier kommt. Und ja, wenn es euch gefällt, ist natürlich dann noch viel, viel schöner. Basic Strass Schmuck, bunter Schimmer, gibt es ebenfalls im Mini-Katalog. Und dann nehme ich mir jetzt die dazu, weil die passen einfach perfekt. Die sind so ein bisschen irisierend und die passen einfach perfekt. Ein großer kommt da drauf und die kleineren. Die setzen wir uns einfach hier hin. Es darf ein bisschen Glitzer sein. Ein bisschen Glitzer und Blinky Blinky. Und dann haben wir unsere wunderschöne Osterhasen-Ausstecherform-Geschenkverpackung fertig. Und ich hole nochmal den in Fräschenlila. Und der ist in Papaya. Und ich weiß nicht, also ich finde es ganz entzückend. Ich mache nochmal die Lade auf, dass ihr wirklich seht, was hier drin ist. Es hat Platz für ein Ausstecherförmchen und für mein Rezept mit den Osterhasenplätzchen. Da siehst du genau die Zutaten und die Anleitung. Also ganz, ganz simpel. Genauso simpel wie diese wunderschöne
Verpackung ist und doch wirklich mega ein Hingucker. Und ich hoffe, euch hat meine Einstimmung zu Ostern gefallen. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.